Hallo alle zusammen, hier ist Chris von meinem Kanal Zangojo und heute machen wir mal wieder ein anderes Video und zwar ein Geschmackstest-Video. Habe ich ja schon längere Zeit nicht mehr gemacht. Diesmal bin ich hier alleine. Ich habe jetzt letzte Woche diese drei Energy Drinks gefunden von Daisho. Ich weiß nicht, ob die wirklich jetzt neu sind oder ob nur ich jetzt die gefunden habe. Ich habe auch nur die drei hier. Kann sein, dass es noch mehrere Geschmacksrichtungen gibt, aber die werden wir heute testen. Hier haben wir den normalen mit 80 Milligramm Koffein drin pro Dose. Das ist jetzt Litchi und Limette. Und ich kann euch ja kurz vorlesen, was hier so drauf steht. Und zwar Daisho, die Samurai waren die gefürchtetsten Krieger Japans, die ihr ganzes Leben ihren harten Training widmeten und der Beherrschung ihrer Schwerter, die sie Daisho nannten, dem Kurzschwert Wakizashi und den Langschwert Katana. Kämpften sie mit beiden gleichzeitig, waren sie unschlagbar. Vor jeder Schlacht stärkten sie sich mit ihrem Kultgetränk, dem Matcha-Tee. Daisho enthält Guarana und Bio-Matcha aus Japan. Banzai! Ja, das ist richtig schön, ist so inspiriert eben von den Samurai, habe ich ja gerade gelesen. Auf den anderen steht, glaube ich, noch was anderes drauf. Die werde ich jetzt nicht vorlesen, aber wir werden jetzt mit dem normalen Energy Drink hier anfangen. Wie gesagt, ist Bio. Mal gucken, wie das dann ist. Ist auch jetzt nicht ganz so teuer wie die andersrum, ist nicht so billig, wie man jetzt andere Energy Drinks findet. Und ich bin ja einer, ich liebe Speedstar. Das kann man bei, ich sag lieber nicht, aber Speedstar ist so mit so einem Gepard drauf. Das ist richtig lecker, das Zeug. Das ist mein Lieblingszeug. Ohne Zucker dann. Die hier sind, glaube ich, mit Zucker. Aber ich werde jetzt eins am anderen probieren und sag euch dann, wie mir das schmeckt. Ja? Machen wir erstmal das hier auf. Das ist jetzt das normale, wie gesagt. Gucken, wie das aussieht. Jo, ich mach das mal so voll, ne? Also das ist jetzt, wie gesagt, das Normale. So sieht's aus. Ein bisschen wie eine trübe Fanta, sag ich jetzt mal. Und dann wollen wir mal reinhauen, ne? Also wenn ich so anlaufe wie Shin Godzilla hier, dann wissen wir, dass die Dinger nicht gut sind. Wenn ich gleich abhebe, dann ist das wie so ein super Getränk. Müssen wir mal gleich mal gucken. Jetzt erstmal rein damit. Also, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Das schmeckt eben, ich bin nicht der beste Geschmackstester, auf jeden Fall nicht. Das schmeckt aber so ein bisschen so wie Ananas, ein bisschen fruchtiger und es riecht auch so stark. Also es schmeckt mehr wie ein würziges Getränk als Energy, das kann ich schon mal sagen. Also finde ich echt nicht schlecht. Also das Normale hier, ich zeige es mal. Übrigens, ich kriege hier keine Sponsoring oder sowas, das mache ich einfach nur so, weil ich die jetzt gesehen habe und ich fand es cool, dass da ein Samurai drauf ist. So einfach bin ich und habe es mir deshalb gekauft. Also, schmeckt gut, schmeckt nicht nach Chemie, sondern wirklich nach Frucht und nach Gewürz, wenn man das so sagen kann. Also das ist schon mal ganz in Ordnung, das allererste, das normale. Jetzt habe ich noch zwei andere Sorten, ich habe Blood und dieses hier Tiger. Ich glaube, wir nehmen erstmal den Tiger und dann gibt es das Blut. Also, beim Tiger hier mit Ananas, Mango und Kokos. Also hier ist wirklich Ananas drin. Bei dem ersten war Litchi und Limette. Also wie gesagt, ich bin nicht der beste Geschmackstester. Das schmeckte mir auch schon irgendwie nach Ananas. Mal gucken, wie das jetzt hier ist. Ist auch eine schöne Dose. Hier ein Samurai auch wieder drauf und dahinter so ein Tiger. Ich glaube, ich lese das hier auch nochmal vor. Wenn ich hier stotter, liegt das daran, dass das hier in so einer ziemlich schweren Schrift ist, sage ich jetzt mal. So in so, in so einem komischen, ja eben wie sie es halt geschrieben haben, so einer komischen Art. Daishos Tiger lebt als Einzelgänger im japanischen Dschungel. Sein Brüllen hört man Kilometer weit. Sein Körper verfügt über brachiale Kraft und Schnelligkeit. Fixiert er seine Beute, ist das Schicksal besiegelt.
Sein Gebiss bohrt sich in den Hals deiner Beute. Seine Krallen hinterlassen tiefe Wunden. Sein Lebensraum wird von den Menschen zerstört. Seine Artgenossen gewildert. Als Jäger und natürlicher Killer kämpft er an Daishos Seite gegen die dreckigen Ausbeuter dieser Welt. Banzai. Ja, ist hier genau. Auch eine coole Geschichte, mal ehrlich gesagt, ne? Bestimmt, Tiger sind vom Aussterben bedroht, weil die Menschen eben so beknackt sind und meinen, sie müssten die alle umbringen. Aber gut, das ist nicht das Thema des Videos. Hier erstmal der Energy Drink. Mache den auch auf. Und dann auch hier rein. Er hat dieselbe Farbe. Hat dieselbe Farbe wie der erste. So. Seht ihr? Eigentlich genau dasselbe, sage ich jetzt mal. Dann wollen wir das auch mal probieren. Ja, also wenn das erste mir schon irgendwie so nach Ananas geschmeckt hat, also gut, das war auf jeden Fall dann Litchi und Limette, ist ja klar, was hier auch draufsteht. Wie gesagt, ich bin da eigentlich ziemlich schlecht drin. Aber das hier ist wirklich Ananas eben und das schmeckt auch gut. Also schmeckt auch fruchtig, nicht nach Chemie oder so. Ist ganz gut gelungen. Mango schmeckt mir auch gut raus. Kokos ist hier eher sehr, sehr mild. Aber es ist eine schöne Mischung, muss ich sagen. Also das ist ein toller Energy Drink, ehrlich. Also der hat mir auch ganz gut gefallen. Der hier ist auch toll. Wollen wir mal den dritten jetzt probieren. Das ist hier nämlich Daisho Blood mit Beeren und Vanille. Hier. Zeige ich es euch nochmal. Dann lese ich das hier mal vor. Daisho Blood. Daisho Blood enthält besten Bio-Matcha aus Japan und den Samurai-Inseln Kyushu und Guarana. Der fruchtig-köstliche Geschmack kommt von Brombeeren, Himbeeren und Heidelbeeren. Abgerundet durch eine leichte Note echter Vanille. Daisho Blood hat die, hier sind gar keine Punkte gesetzt, oder doch, so ganz klein. Daisho Blood hat die Farbe des Blutes der Feinde der Samurai. Die Samurai führten ihre Schlachten erbarmungslos, dennoch stand der Schutz der Schwachen, Wehrlosen und der Mönche in den Tempeln an erster Stelle. Banzai. Ja, also wie gesagt, das ist etwas schwer, gerade wenn es natürlich jetzt auch rot ist. Aber wollen wir das auch mal probieren? Auch eben, wie gesagt, schönes Bild drauf. So. Ich hoffe, das ist jetzt auch rot. Oh ja, das ist rot. Ja, ich mag ja rote Früchte. Die schmecken immer ganz gut. Mal gucken, wie das jetzt ist. Probieren wir direkt. Ja, also das schmeckt auch gut, auf jeden Fall, aber das wirkt nicht so ganz richtig fruchtig, weil hier noch Vanille eben drin ist. Das wird so ein bisschen zurückgehalten, sage ich jetzt mal. Also es hat einen komischen Geschmack irgendwie. Ich trinke noch den Rest. Ja, also ich wirke jetzt vielleicht enttäuscht, aber der ist auch lecker. Nur muss ich sagen, sind die anderen ein bisschen fruchtiger irgendwie. Hier wegen dieser Vanille hält das so ein bisschen zurück irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber der ist auch lecker auf jeden Fall. Aber ich glaube, so mein Liebling würde ich aus den beiden hier so ziehen. Entweder das hier, das Original, oder eben das mit dem Tiger. Aber ich glaube, ich würde sogar das Original nehmen, weil das ist noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen neutraler noch. Also schmeckte mir nach Ananas, auch wenn natürlich Litchi und so drin ist. Ne? Ich sag's nochmal, Litchi und Limette. Aber das schmeckt noch ein bisschen neutraler und das ist halt so richtig was anderes. Ne? Also so kann man das irgendwie sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Mist hier erzählt. Mir kommt übrigens gerade alles hoch. Also nicht im schlechten Sinne, sondern im guten. Ne? Also ich glaube, mein Favorit bleibt oder ist jetzt der normale. Der hier unterscheidet sich nicht so sehr von dem Original und der hier schon eher. Das ist hier wirklich was für Leute, die was Spezielles schmecken wollen, sage ich jetzt mal. Und wenn man so mehr Frucht haben will, geht man zu dem. Und das schmeckt mir aber dann trotzdem am besten.
Also das sind jetzt hier diese drei Energy Drinks, die ich hier euch vorstellen wollte. Wie gesagt, ich kriege hier kein Geld für oder sowas. Das habe ich jetzt einfach nur auch Spaß gemacht. Spaß an der Freude. Also ich finde es eigentlich ganz lecker. Ich hatte eigentlich was Schlimmeres erwartet. Das schmeckt echt nicht wie Energy, sondern wie Frucht, gewürzige Früchte irgendwie, so, wenn man das so sagen kann. So schmeckt mir das. Also mir gefällt's. Ich bin auch jetzt nicht so angelaufen wie Shin Godzilla hier, sondern ich könnte jetzt Bäume ausreißen, sage ich jetzt mal, oder in die Schlacht ziehen. Das werde ich vielleicht auch noch machen. Ne? Also gut, jetzt haben wir das jetzt durch. Wie gesagt, das sind eigentlich leckere Energy Drinks. Kann ich zum Beispiel nur empfehlen. Ich finde die echt gut. Und ich glaube, dazu ist jetzt auch alles gesagt. Also ich werde vielleicht in Zukunft mir wirklich öfter die jetzt hier holen, auch wenn die ein kleines bisschen teurer sind. Aber die schmecken auch wirklich ganz gut. Und anscheinend sind da auch bessere Inhaltsstoffe drin als bei den anderen Sachen, die ich normalerweise so gekauft habe. Ne? Aber gut, das soll es jetzt hier auch für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet irgendwie Spaß dran oder sowas. Ich werde mich jetzt wieder verabschieden. Ich muss noch andere Sachen machen. Aber ich glaube, das wird jetzt noch besser gehen, weil ich jetzt Energy gesoffen habe. Deshalb, also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und deshalb, also wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut alle miteinander. Bis zum nächsten Mal.